bevor es losgeht. 2024 bin ich wieder auf großer Live-Tour unterwegs, und zwar mit Hänzler Schnellnummer sind wir live on Tour durch Deutschland und Österreich. Alle Städte, Termine findet ihr auf eventim.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns, jetzt geht's los. Ich rödel, 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 ich rödel den ganzen Tag. Herzlich willkommen zu Hänzlers Schnelle Nummer. Heute, meine Damen und Herren, habe ich für Sie erstmal den Hinweis, diesen Channel zu abonnieren. Wir freuen uns. Wir leben doch von euren Abonnements und euren Kommentaren, wie euch dieser Channel gefällt. Heute gibt es Blumenkohlsteak Italian Style. Ich mache einen Kühlschrank auf, habe noch einen halben Blumenkohl drin. Was mache ich damit? Ich zeige es euch. Ich schneide ein Scheibchen runter und noch eins. So. Das lege ich jetzt auf ein Blech mit Backpapier. Schön vorsichtig. So. Was ich aus dem Rest mache, kann ich euch sagen, da könnt ihr so viele Rezepte bei uns bei Hänzler Schnelle Nummer einfach Blumenkohl Hänzler eingeben. Wir haben fein gehackten, wir haben alles, wir haben so geile Sachen mit Blumenkohl. Habt ihr tolle Ideen. Jetzt geht es darum, wie marinieren wir das Ganze. Und zwar nehmen wir schöne Billo-Parmesan, dieser ganz fein geriebene. Ob da Parmesan drin ist, das weiß ich immer nicht. Ich glaube, da ist nur Rinde, Fußnägel und Schweinenasen drin. So, der kommt auf jeden Fall hier in die Schüssel. Dann kommt dazu, kann man natürlich super machen, Olivenöl, egal was ihr zu Hause habt. Ich bin natürlich ein Fachmann, benutze mein Würzöl Italien. So. Dann wird das Ganze gewürzt. Da könnt ihr zu Hause auch wieder frei fluten. Ihr könnt sagen, ein bisschen Oregano, getrocknetes Basilikum. So viele Sachen. Ihr könnt auch eher in die Paprika-Richtung gehen. Was ich heute mache, ist, ich haue natürlich ein bisschen Würzkraft dran. Einfach um den Geschmack. Das ist ja unser natürlicher Geschmacksverstärker. Das ist sozusagen geiler Geschmacksverstärker ohne Scheiß. No Bullshit. Und ein bisschen Gemüsegewürz mache ich heute. So. Jetzt wird das Ganze verrührt. Komm mal her. Dann gucke ich mir selber mal die Konsistenz an. Weil es muss schon so ein bisschen cremig sein. Das sieht sehr gut aus. Kleines bisschen Käse hauen wir noch hinterher. Das kommt jetzt aus meinen Haaren, was da gerade reingefallen ist. Schuppen, so. Auch noch drin. Ja. Nein, das wird richtig lecker. Glaub's mir. So. Und das benutzen wir jetzt für den Blumenkohl. Komm, wir machen heute ein bisschen live on tape, bis es in den Ofen reingeht. Aber vorher, Prise Salz auf den Blumenkohl. Und jetzt nehmt euch hier diese Mischung und gebt das auf den Blumenkohl. Schön einreiben. Ich zeige euch das mal anhand eines Stückes. So. Und dann kommt das Ganze in den Ofen bei 200 Grad Umluft. So wie er ist. 20 Minuten war jetzt der Blumenkohl hier drin. Wir schauen uns das mal an. Oh, das sieht gut aus. Oh ja. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt obendrauf einfach hier Tomatenscheiben. Große Tomaten, einfach nur in Scheiben geschnitten. Nichts Spannendes, das muss ich euch nicht zeigen. Und dann kommt obendrauf, aber noch jetzt hier, dieser gerebelte Mozzarella. Der kommt jetzt auf den Blumenkohl. Und dann stellen wir den Ofen um auf Oberhitze bzw. auf volle Gratinierstufe und gratinieren das Ganze. Das sieht doch schon durch die Scheibe gut aus. Oh, guck mal. Oh, das Backpapier hat auch einen mitgekriegt. Jetzt frisches Basilikum obendrauf. Guten Appetit. Aha. Mittendurch. Mmh. Das fühlt sich schon mal gut an. Das Geile ist ja auch überhaupt nicht mit Wasser in Verbindung gekommen, der Blumenkohl. Das heißt, er hat richtig Geschmack, er hat sein Wasser verloren. Der Geschmack ist übrig geblieben. Oh, da wird sehr heiß sein, das sehe ich so. Oh. Mmh. Sehr schön. Sehr schön. Mmh, ganz wichtig. Ganz wichtig ist die Tomatenscheibe obendrauf, weil natürlich die Paste, die wir oben drauf gemacht haben, mit diesem hier Parmesan, diesen ganz fein geriebenen und dem Öl, der hat durch den Parmesan, das ist natürlich sehr gegart, hat das richtig Power, richtig Wumms. Und du brauchst die Tomate, um das hinten so ein bisschen abzuholen. Super. Gratinierter Mozzarella schmeckt sowieso geil. Vielleicht könnte man, das könnte man machen. Weißt du, was hier noch fehlt? Haben wir es hier? Balsamico. Aber macht ein bisschen alten Balsamico oben drauf. Dann kriegst du noch so eine leichte süße Abrundung hin. Und dann ist es richtig rund. In diesem Sinne,
Happy Day, hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für Blumenkohlsteaks Italian Style. Ihr braucht für zwei Personen halben Blumenkohl, 4 Esslöffel Olivenöl oder Italienöl, 60 Gramm geriebenen Parmesan, 100 Gramm Mozzarella gestiftet bzw. gerebelt, eine Tomate, Basilikum und auf jeden Fall ein bisschen Balsamico on top würde ich machen. Gewürz habe ich mit Würzkraft, Gemüsegewürz und ich habe halt das Würzöl Italien benutzt. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.